Heute möchte ich eine neue Serie anfangen, und zwar über Veränderungen meiner Aquarien. Das erste Becken ist das Gesellschaftsbecken. Und fangen wir an. Hier ist zu sehen die Tonröhre. Die ist 33 lang, 8 cm Durchmesser innen, und verdeckt habe ich sie mit ein paar Steinen. Das ist optisch schöner. Im Hintergrund ist der Oxidator zu sehen, der ist nach hinten gewandert. Ja, nun schwenken wir mal kurz durchs Aquarium ein bisschen, dass wir mal ein bisschen Ansicht bekommen. Falls einer weiß, was er von der Pflanze ist, bitte mal in den Kommentaren. Das weiß ich leider nicht. Die habe ich mal geschenkt bekommen und die produziert Ableger ohne Ende. So, nun schwenken wir gleich mal rechts rüber. Da habe ich auch eine Tonröhre eingebracht und meine braune Antennenwälze. Nehmen diese gerne an und halten sich da auch gerne auf. Ebenso die Prachtschmerlen, genießen das und schwimmen gerne dadurch. Was natürlich nicht im Bild zu sehen ist, wenn ich vor dem Aquarium sitze, verziehen sie sich meistens nach hinten und verstecken sich mangelnde Pflanzen. Jetzt gibt es einfach noch mal einen kleinen Schwenk durchs Aquarium. Die Pflanzenwelt, ja, die wächst quer durcheinander. Müsste vielleicht ein bisschen mehr Ordnung sein, aber nee. Den Fischen scheint das zu gefallen und das ist das Wichtigste. Durch den üppigen Pflanzenwuchs haben die Fische natürlich jede Menge Versteckmöglichkeiten und gewisse Gebiete sind abgesteckt. Heißt, es hat jeder seinen Platz, sein Revier und es gibt keine Probleme untereinander. Und so soll es sein. Hier nochmal ein Pfeil eingezeichnet, den künstlichen Felsen. In diesem Sinne war es das heute erstmal mit dem Video. Und wenn euch das gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ein Abo nicht vergessen, dann verpasst ihr nichts, wenn ich neue Videos hochlade. Und ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr dieses Video geschaut habt. Dankeschön.